Grüße aus Kefalonia und ja, ich stehe hier an einem traumhaft schönen Strand und nehme euch heute mit über die Insel. Viel Spaß euch! Traumhaft weißer Kiesstrand, braune Schirmchen und türkisblaues Wasser. Das ist der Myrtos Beach. Eingerahmt von majestätischen Felsen ist er der Strand auf Kefalonia. Der Blick von den Klippen aus ist legendär. Einmal unten am Strand möchte man gar nicht mehr weggehen. Zu verlockend ist ein Sprung in das türkise Wasser. Hier am Strand zu liegen, hat schon was. Die zweitbeliebteste Sehenswürdigkeit auf der Insel ist die Melisani-Höhle. Im Inneren befindet sich ein kleiner See mit einem Süßwasser-Salzwasser-Gemisch. Hier kannst du dich auf einem Boot über den See fahren lassen. Natürlich darf ein Abstecher in die Tropfsteinhöhle nicht fehlen. Die Formationen hier sind über 20.000 Jahre alt. Dieser Spot ist wahrlich beeindruckend. Assos ist ein wunderschöner Ort, der auf einer Landzunge gebaut wurde. Auf der kleinen Insel daneben thront die Burg Assos. Was das Örtchen ausmacht? Bunte, stattliche Häuser, die direkt am Wasser liegen. Der Strand ist sehr beliebt und das Fotomotiv sind natürlich die schönen Häuschen. Ein Abstecher zur Burg lohnt sich ebenfalls. Besonders am Abend zum Sonnenuntergang herrscht hier oben im Norden eine ganz besondere Stimmung. Fast am nördlichsten Punkt liegt der kleine Fischerort Fiskardo. Ein Postkartenmotiv, so kann man es hier wohl am besten beschreiben. Kleine süße Häuschen, Boote, die sich im Hafen aneinanderreihen. Mystisch wird es auf dem Berg Enos. Die schwarzen Tannen stehen unter Naturschutz und sind das Markenzeichen der Region. Eine Wanderung auf den Enos ist ein Muss. Er ist die höchste Erhebung Kefalonias und der Ionischen Inseln. Der Ausblick von hier oben ist grandios, wenn es wolkenfrei ist. Von hier oben hast du einen tollen Blick auf die Insel. Der Enos ist ein Zauberberg. Schon mal Ziegen am Strand beim Seegrasfressen gesehen? Ich noch nie. Die habe ich im Süden Kefalonias entdeckt. Hier befindet sich der bekannte Urlaubsort Skala mit einem riesigen, langen, braunen Kiesstrand. Aber auch der Andissamos Beach ist für diese Region bekannt. Nahe der Hauptstadt Argostoli befindet sich dieses alte Mühlrad. Das Meer strömt durch enge Kanäle ins Landesinnere. Durch die umgekehrte Sogrichtung wurde das Mühlrad angetrieben. Auch der St. Theodore-Leuchtturm an der Spitze im Wasser ist am Abend ein beliebter Sonnenuntergangsspot. Ein Bierchen am Meer und die Stimmung ist perfekt. Mein Highlight waren die Meeresschildkröten, die im Hafen von Argostoli schwimmen. Hier kommst du diesen unglaublich schönen Tieren so nah wie nie. Das ist die Hauptstadt Argostoli. Von hier aus fahre ich jetzt mit der Fähre rüber auf die Halbinsel Paliki. Dort heißt die Stadt, an der wir anlegen, Lixouri. Auf Paliki ist vor allem der Xi Beach ein absoluter Hingucker. Die rötlich-erdige Farbe, die der Strand hat, ist ganz besonders. Und auch ein toller Kontrast zu den sonst weißen Stränden auf Kefalonia. Riesige Klippen, graue Kreidefelsen rahmen den Sandstrand ein. Für mich war das hier ein ganz besonderer Kraftort. Die Landschaft hat mich sehr beeindruckt. Um zum nächsten schönen Strand zu kommen, bedarf es einer kleinen Wanderung. Über Stock und Stein geht es durch eine wunderschöne Natur. Und dann stehst du am Fteri Beach. Da ist es wieder, das türkise Wasser und der weiße Kiesstrand. In meinen Augen ist der Fteri Beach der schönste Strand der Insel. Die mächtigen weißen Felsen, dieser Ort wirkt total verwunschen. Das war mein absoluter Lieblingsstrand. Wie vielfältig die Insel ist, siehst du spätestens am Kap Skila. Ein wunderschöner Sonnenuntergangsspot mit beeindruckenden Klippen. Kefalonia, du hast mich wirklich verzaubert.